Guten Morgen. Ich habe euch davon, glaube ich, auf YouTube noch gar nichts erzählt, aber wir eröffnen einen Pop-up in Wien und zwar für 2 Monate. In der Neuburgasse 81. Der ganze Spaß eröffnet am 10. November. Ich freue mich schon sehr darauf. Und wir sind jetzt gerade voll dabei, den Store erstmal einzuräumen, weil wir haben gar keine Möbelstücke gehabt. Wir haben den quasi leer gemietet und es war gar nicht so easy. Ich zeige euch mal im Laufe des Tages, woher alles ist und wie wir alles jetzt einräumen und aufbauen. Okay, ich muss den Vlog ein bisschen erklären, bevor ihr ihn anschaut, weil, wie ihr vielleicht sehen könnt, bin ich nicht in meinem gewohnten Umfeld. Ich bin gerade in New York. Und ich habe den Vlog bearbeitet, der eigentlich schon vor einem Monat online gehen hätte sollen. Ich habe auch schon seit einigen Wochen nicht mehr gepostet. Sorry dafür. Also der Vlog zeigt den Pop-up, den ich in Wien gehostet habe, den ich in Wien veranstaltet habe. Der läuft noch 2 Tage, wenn dieser Vlog online geht. Also genau bis Weihnachten. Aber der Vlog hätte eigentlich am Anfang dieses Pop-ups online gehen sollen, damit ihr alle benachrichtigt werdet und wisst, was euch erwartet. Ihr könnt aber trotzdem, wie gesagt, noch vorbeikommen und danke auf jeden Fall für alle, die schon da waren. Es war unglaublich und ich wünsche euch jetzt Spaß beim Zuschauen und einfach keep in mind, das Video wurde vor einigen Wochen gefilmt. Also wenn man hier reinkommt, ich liebe diese Backsteinwand, die Kleiderstangen hat mein Opa gemacht. Sind einfach so schön, sind so matt schwarz und echt groß. Also hoffentlich Platz genug für unsere Mäntel und so, die jetzt bald launchen. Dann haben wir hier wahrscheinlich so ein Kassenpult, das müssen wir halt irgendwie zusammenbasteln. Das ist eigentlich keine Kasse, das sind eigentlich so Regale und andere Dinge. Dann sind hier die Sachen von Maisonette, mit denen machen wir gemeinsam den Pop-up. Und ich finde auch diese Durchgänge total schön, diese Rundbögen. Da gibt es dann noch mehr Kleiderstangen. Die Umkleidekabinen schauen jetzt noch monströs aus. Wir überlegen, ob wir sie anmalen oder nicht. Aber die hat mein Stiefvater gebaut. Hallo. Und genau, der Blick ist auch total schön. Schon einiges weitergebracht, wie ihr sehen könnt. Da liegt jetzt noch wieder was herum, aber es ist schon ziemlich eingeräumt. Die Andrea ist auch da. Hallo. Das ist jetzt mal so der Verkaufstisch. Ist nicht ideal, weil wir hätten halt gerne einen mit Laden, aber dadurch, dass wir halt nur 2 Monate drin sind, lohnt sich das halt nicht, da was zu kaufen. Aber die Kastel sind eigentlich ganz gut. Und hier geht es weiter in den zweiten Teil. Da muss man noch irgendwas machen. Und das sind die Umkleidekabinen. Wir überlegen jetzt, ob wir es eben anmalen oder nicht. Das Problem damit, also ich finde es eigentlich ganz schön mit dem Holz, aber ich finde, das stört ein bisschen. Das kann man vielleicht eh runterschleifen. Muss ich schauen. Ja, und die Vorhänge sind schon drin. Die habe ich zufälligerweise in Berlin gehabt. Von meinem alten IKEA-Schrank sind die noch. Und sind eigentlich total schön. Und da haben wir noch einige andere Sachen. Das sind so quasi die ganzen anderen Größen, die wir haben. Weil wir haben halt nicht so viel Platz. Jetzt hängt pro Größe immer nur, pro Farbe immer nur eins. Und da sind dann noch so die Restteile, die anderen Größen. Genau, und ich finde diese Bögen einfach so schön. Es ist eine so hohe Decke und mit dem Backstein ist es auch total schön. Bin schon voll gespannt. Jetzt sind schon einige Leute stehen geblieben und haben geschaut, was sich da so tut und haben schon nachgefragt. Ich fahre jetzt noch zur Hanna Seifert, das ist eine Keramikerin aus Wien, und hole ein paar schöne Vasen ab, weil wir werden vielleicht ein paar Trockenblumen aufstellen und so, den Store ein bisschen schön dekorieren. Und sie macht einfach wunderschöne Keramik und sie ist die Schwester von einer guten Freundin von mir. Deswegen habe ich mir gedacht, das wäre eine ganz coole Sache, ihre Sachen da auch quasi auszustellen. Wenn ihr kommt, könnt ihr auch gerne die Sachen kaufen. Also ich würde es euch wahrscheinlich nicht direkt mitgeben, aber vielleicht reservieren oder euch mit ihr verbinden, weil ihre Sachen sind echt so schön und ich träume auch schon länger von ein paar Hanna Seifert Keramikteilen. Ja, so, jetzt muss ich schon losgehen.
Heute wird Fenster geputzt und wir werden vielleicht auch die Klebeschrift anbringen. Und dafür haben wir auch Farbe bekommen, das werden wir wahrscheinlich anstreichen. Auch endlich unseren Steamer bekommen. Jetzt müssen wir alles steamen, weil natürlich das in Kisten geliefert wird und recht einfach noch nicht ganz perfekt gesteamt ist. Und dann sind wir schon ziemlich weit. Wir haben jetzt alle Preise angebracht. Die Fenster sind geputzt. Das müssen wir halt vielleicht noch ausmalen. Mal schauen, ob wir das heute noch machen. Aber jetzt werden wir vielleicht mal die Auslage putzen und Sachen reinstellen. Noch im Store. Wir haben schon einiges fertiggebracht, weitergebracht heute, wobei es heute ein bisschen entspannter war. Also der Fensterputzer war da, meine Mama hat urviel gesteamt, die Lena und die Hanna waren da und haben sich ein paar Sachen angeschaut. Ich habe die Vasen endlich dahingestellt, wo sie hingehören. Das sind einfach super schön, die Vasen von der Hanna. Die habe ich gestern Abend noch abgeholt. Und es nimmt so langsam Gestalt an. Es hängen auch schon die Dinge, die Preise sind dran. Wir können eigentlich schon aufmachen. Es ist wieder mal dunkel und es fühlt sich an, als wäre es schon 8 Uhr, aber es ist erst 5.30 Uhr oder so. Ich bin jetzt noch da, ich bleibe irgendwie voll gerne da und arbeite hier. Es ist so schön, irgendwie umgeben zu sein von den Sachen und sie hängen zu sehen, zum Beispiel eben hier, weil ich ja im Arbeitsalltag nie alles von der Slow Label um mich herum habe. Und ich finde, das ist so schön, wenn man mal alles in einem Ort sieht und wirklich sehen kann, wie die Farben zusammenpassen. Zum Beispiel hier, das kommt jetzt auf der Kamera gar nicht so rüber, aber das schöne Grün und wie das dann eben verläuft und wie die Cremetöne miteinander harmonieren. Einfach alles mal vor sich zu haben, es gibt mir irgendwie so viele Ideen und keine Ahnung, es ist für meine Kreativität irgendwie voll schön, auch da die neuen Sachen, also den neuen Mantel zu haben. Was wir heute gemacht haben, wir haben die Klebeschrift angebracht, das habt ihr eh gesehen. Mein Bruder war ganz kurz da und hat uns geholfen. Die Hanna Seifert war heute auch da und hat ihre Visitenkarten gebracht. Jetzt habe ich es natürlich ruiniert, super. Und noch ein paar andere Sachen von ihr, die sind einfach wunderschön. Schaut euch mal diese Schüssel an, so besonders. Hat alles hergebracht, diese wunderschöne Schüssel, das kann man hier auch kaufen. Ihr Space quasi. Wir haben da unten jetzt noch ein paar Sachen von uns, aber wir kriegen noch zwei andere Marken. Die kommen hoffentlich noch diese Woche, vielleicht nächste Woche. Die haben dann auch noch so ihre Plätze. Die haben wir halt ausgewählt, weil sie zu unserem Konzept sehr gut passen. Das werde ich euch noch zeigen. Dann haben wir hier so ein paar Palo Santos, die ich mal bestellt habe und einfach niemals alle aufbrauchen kann. Jetzt haben wir uns entschlossen, dass wir sie auch hier verkaufen. Nochmal zwei wunderschöne Teller von der Hanna mit echt super schönen Details. Wir haben ein paar Organic Basic Sachen. Ich habe da Blöcke von der Slow Label, die habe ich eigentlich für mein Team bestellt. Falls jemand einen Block haben möchte, sind halt voll praktisch und aus recyceltem Papier. Dann haben wir die Raffia Bags. Dann noch ein paar andere Slow Label Sachen. Da eine wunderschöne große Vase von der Hanna. Die kann man, glaube ich, auch kaufen, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, das ist so unser Regal und das wird noch, wie gesagt, also die unteren zwei Reihen kommen noch raus. Und wir haben natürlich auch den Guppy Friend hier, falls ihr das noch nicht kennt. Das ist so eine Washing Bag, mit der man seine Polyesterteile waschen kann. Also gerade zum Beispiel unsere Girlfriend Collective Sachen, die wir verkaufen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, damit zu waschen. Ich wasche meine Wäsche immer damit. Und es fängt quasi das Mikroplastik auf und
ignoriert bitte den Hintergrund. Wir bekommen da am Montag wahrscheinlich noch einen Vorhang hin. Bekommen dorthin bedeutet mein Stiefvater, der schon so viel gemacht hat und für den ich so dankbar bin, der hat auch die Umkleidekabinen gebaut. Der bringt dann noch eine Vorhangstange an, damit wir diese hässliche Rückseite von der Lagerwand und das Lager bzw. unsere Küche überdecken können. Hier im Eck versteckt sich unsere Care Station. Die ist jetzt auch noch nicht ganz fertig, aber ich wollte euch das mal zeigen. Ich habe so ein paar Produkte gekauft, die ich immer wieder verwende, um meine Kleidung zu pflegen. Das habe ich jetzt hier, das kann man verwenden. Man kann sich es auch natürlich nur anschauen und inspirieren lassen, beziehungsweise wenn man irgendwie von mir beraten werden möchte oder Fragen hat, kann man sich da eben zurechtfinden. Also zum Beispiel so Häkelnadeln habe ich immer zu Hause, um meine Stricksachen zu reparieren. Extra Knöpfe sind nie gut. Ihr könnt die auch gerne haben, falls ihr welche braucht für Hosen oder so. Wir haben auch einen Steamer hier und so einen Fusselrasierer. Von allen Fusselrasierern finde ich den am besten, weil der super vorsichtig ist. Den verwende ich immer für meinen Crewneck Jumper. Und dann noch diesen hier, den habe ich noch nie verwendet, aber ich dachte, ich bringe ihn mal mit, falls den jemand verwenden möchte. Der ist ein bisschen aggressiver. Und ich sprühe zum Beispiel meine Wollteile voll gerne einfach mit so ätherischen Ölen an, damit die ein bisschen frischer riechen. Das ist auch nachhaltiger, als sie zu waschen. Und da ist ein Bio-Baumwollgarn, das ich noch mitgebracht habe, weil es schön harmonisch wirkt. Es war halt einfach schon immer von mir ein Traum, einen Space zu haben, wo ich nicht nur meine Sachen herzeigen kann, sondern auch das Konzept der Marke ein bisschen transportieren kann. Also die Keramik, die in Wien von einer Freundin von mir gemacht wird, oder die anderen zwei Marken haben auch was mit Yoga und mit Slow Living und Nachhaltigkeit zu tun und Regionalität. Und diese Care Station, ich würde das noch, am liebsten würde ich das noch weiter ausbauen und irgendwie, dass einmal in der Woche oder einmal im Monat ein lokaler Änderungsschneider oder der Textilreiniger kommt und für Leute wirklich Dinge schneidert und repariert und ändert. Das würde jetzt irgendwie meine Kapazitäten sprengen, glaube ich, aber ich würde das so gern machen. Aber diese Care Station ist schon mal so ein Ansatz dazu und ja, ich finde einfach, dass es wichtig ist, nicht nur Dinge zu verkaufen, sondern auch irgendwie die Message zu transportieren, aber auch Dinge zu pflegen, die man schon hat. Also falls ihr irgendwas von der Slow Label habt und das ist irgendwie passt euch nicht gut oder es ist irgendwie kaputt oder so, bringt es gerne her. Wir schauen uns das gemeinsam an und hoffentlich finden wir eine Lösung. Und auch andere Teile natürlich könnt ihr gerne vorbeibringen. Ich freue mich einfach auf euch. Ich freue mich, wenn Leute vorbeikommen, wenn ich die Gesichter sehen kann, wenn Leute Sachen anprobieren von der Slow Label. Und ja, jetzt quasi ich schon voll lang. Ich mache mich jetzt fertig und gehe los, gehe Essen einkaufen und dann in die Wohnung von meiner Freundin und werde den Abend wahrscheinlich vom Laptop verbringen. Weil, wenn ihr dieses Video schaut, launchen die Schals und die Mäntel, die ich euch dann auch noch zeigen werde. Und für den Launch muss ich noch einiges vorbereiten. Aber ich freue mich schon so sehr. Ich kann es euch gar nicht glauben, ich kann es euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf diese Sachen freue. Der Mantel sowieso, das wissen eh schon alle, darauf freuen sich eh schon urviele. Und der ist wie der Mantel vom letzten Jahr, nur diesmal mit ein paar Änderungen. Aber der Schal ist der weicheste Schal und er ist einfach so nachhaltig und ich habe die ganze Produktion eben gesehen von dem Schal und werde euch dazu auch noch urviel zeigen. Ach, ich bin gerade sehr happy, wie ihr vielleicht merkt, und das möchte ich natürlich auch teilen und festhalten. Okay, jetzt muss ich echt aufhören zu reden, sorry. Hallo, ich bin heute wieder im Shop. Gibt nicht viel zu erzählen, ich war gestern nicht hier, ich habe meine Tage bekommen und war grumpy und habe Kaffee getrunken unabsichtlich und dann war ich ging es mir noch schlechter und heute möchte ich aber unbedingt hier sein, weil ich fahre dann wieder ins Burgenland für 2 Tage, um ein bisschen Energie zu tanken und der Launch ist ja schon am Mittwoch, das heißt, wenn ihr das hier seht, in ein paar Tagen, also der Launch, das Opening vom Shop, der Launch von den Mänteln und von den Schals ist am Sonntag, also wenn dieses Video online geht. Deswegen dachte ich mir, ich zeige euch mal, was es so geben wird. Es wird den Schal in 2 Farben geben. Den Schal zeige ich euch später. Der ist nämlich gerade im Burgenland. Den muss ich erst noch in den Shop holen. Und dann wird es den Mantel, den neuen Belted Wool Overcoat, auch in 2 Farben geben. So, jetzt sind Kundinnen reingekommen und ich konnte nicht filmen. Obwohl wir eigentlich noch gar nicht offen haben. Aber es schaut jetzt schon offen aus und ich freue mich, dass Leute reinkommen. Weil ich habe echt schon mir Sorgen gemacht, warum niemand reinkommt. Aber ich glaube, wenn in der Auslage nichts ist, dann hat man einfach so eine Hemmung. Und viele checken halt auch, dass wir noch nicht offen haben. Ich wollte euch noch den Mantel zeigen, bevor ich gehe. Ich muss nämlich oder möchte nämlich ins Burgenland fahren zu meiner Oma, meinem Opa und meiner Schwester. Die sind nämlich dort. Ich probiere mal die Mäntel an und erzähle euch ein bisschen was zu dem Unterschied zu dem Wool Overcoat. Weil das hier, der jetzt launcht, ist der Belted Wool Overcoat, das neue Modell.
ist etwas anders. Ich trage jetzt mal die Größe S. Ich persönlich finde, dass mir die Größe S am besten steht, aber M ist auch noch voll schön. Genau, ich trage jetzt drunter einen dicken Pulli, und zwar unseren Crewneck-Jumper. Und da passt der Mantel ganz gut drüber. Das ist jetzt die Größe S. Wie gesagt, M passt auch ganz gut. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Er ist, also im Vergleich zu dem Mantel vom letzten Jahr, ist er hat längere Ärmel. Das heißt, der vom letzten Jahr hatte weitere und kürzere Ärmel. Der Mantel generell ist auch etwas weiter. Er ist mehr A-Line geschnitten. Wenn ihr euch die Maße anschaut, unten wird es ein bisschen weiter. Der Wool Overcoat vom letzten Jahr ist sehr schmal geschnitten, was auch super schön ist. Das hier ist deswegen weiter, damit man es auch zusammen zuschlagen kann, quasi umschlagen kann und dann den Gurt schließen kann. Diesen Gürtel, der ist auch neu, und die Gürtelschlaufen, die ihr hier sehen könnt, die hatte der Mantel vom letzten Jahr eben nicht, eben weil er sich nicht wirklich schließen ließ. Der Wool Overcoat vom letzten Jahr ist halt quasi dazu da, dass man ihn offen trägt. Und das ist etwas anders. So, jetzt sind die ganzen Kundinnen reingekommen, deswegen habe ich es nicht fertig gefilmt, aber ich glaube, ich wollte nur noch sagen, dass der neue Mantel einen Schlitz hinten hat und der alte oder der Mantel vom letzten Jahr, den es ja immer noch gibt, der hat keinen. Heute ist der große Tag, heute machen wir den Store auf und ich freue mich schon so. Wir haben es leider nicht mehr geschafft, draußen auszumalen. Also wir haben ja eigentlich voll die schöne Auslage, aber dort ist ein bisschen Graffiti, das haben wir leider nicht mehr geschafft zu übermalen. Aber man kann nicht alles perfekt machen. Ich gehe jetzt noch kurz Frühstück holen und dann geht's in den Store und ich werde noch ein bisschen was steamen und vorbereiten. Ich glaube aber, wir sind so ziemlich ready. Wir hatten jetzt, glaube ich, eine Woche so Vorbereitungszeit und das war mehr als genug. Wir wollten schon endlich aufmachen. Ja, aber ich freue mich voll. Ich hoffe, dass sich der Andrang in Grenzen hält. Ich hoffe, dass es sich verteilt, weil wir haben ja mittwochs bis samstags bis Weihnachten ab jetzt offen. Und ich möchte nicht, dass alle heute kommen. Natürlich würde mich urfreuen, viele Leute zu sehen und natürlich ist es wirtschaftlich gut, aber ich möchte, dass jeder eine schöne Erfahrung hat und ich glaube, wenn alles voll ist, dann ist es einfach nicht angenehm für irgendwen. Dann bin ich gestresst und kann mit den Leuten nicht reden und die Umkleiden sind voll. Also bei den letzten Pop-Ups, die ja nur ein paar Tage liefen, war es auch immer so. Und ich hoffe halt jetzt einfach, dass dieser Pop-Up, dadurch, dass der eh so lange läuft, dass sich da ein bisschen so der Andrang so verteilt und auf die Tage aufteilt. Aber mal schauen, heute ist die Mama und die Nicole da, einfach weil wir glauben, dass vielleicht am ersten Tag doch ein bisschen mehr los sein wird und dann haben wir zumindest immer jemanden, der im Lager die Sachen rausholen kann und eine Person, die abkassiert und eine Person, die beraten kann oder irgendwie was machen kann, keine Ahnung, mal schauen. Es wird wahrscheinlich eh zu viel sein, wenn wir alle zu dritt da drin stehen. Aber ja, ich gehe jetzt mal los und freue mich schon sehr. Ich werde schauen, dass ich vielleicht von dem Geschäft noch ein paar Fotos mache, bevor es losgeht. Weil wer weiß, wie es morgen ausschaut. Wahrscheinlich eh gleich, aber falls dann irgendwie die Mäntel weg sind oder keine Ahnung, ich möchte einfach, dass alles noch schön hängt, wenn ich die Fotos mache. Also habe ich meine Kamera mit dabei und werde ein paar Fotos machen. Na gut, ich gehe jetzt los. Ja, danke fürs Zuschauen. Sorry nochmal dafür, dass so lange nichts kam. Ich habe eigentlich gar keine Erklärung. Der Pop-up war unglaublich viel Arbeit. Es war unglaublich erfolgreich, wir haben voll viel dazugelernt, voll viele Kunden kennengelernt, viel über unsere Produkte gelernt und Feedback bekommen und positive Reviews. Ja, es war einfach super schön und super spannend. Ich bin jetzt in New York, ich werde hier auch wahrscheinlich vloggen und ich werde euch mal updaten, weil wir sind jetzt einige Monate nicht in Berlin. Was es damit auf sich hat, werde ich euch dann bald erzählen und ja, wünsche euch frohe Weihnachten.